Und so muss man sich nie merken, wo welche Schraube hinkommt, wenn die jetzt unterschiedliche Längen hätten. Irgend so eine Ölablassschraube oder sowas. Ich weiß, wie das Ganze wieder zusammengebaut wird. Hier diesen O-Ring darf man nicht vergessen. Auch hier wieder ein bisschen Öl drauf. Alle Schrauben sind lose. Und nach den Hammerschlägen dann einfach ein bisschen rütteln, bis der ganze Deckel dann kommt. Auch hier die Versuchung, wieder hier was zwischenzustecken, groß. Aber wenn ihr einen dichten Motor haben wollt, solltet ihr das nicht tun. Jetzt sehen wir das nächste Innenleben. Dichtung klebt hier wie Sau. Tada! Was ein siffig alles, ey. Mach mal eine Aufnahme. Mit Licht. Diese Menschen fahren mit solchen Motoren rum. Diese Striemen würden ja nicht so aussehen, wenn man da nicht mehr mitgefahren ist. Schade um den Motor. Ich hoffe mal, dass er keinen Schaden hat, aber ja. Hier ist noch was drin. Muss mal gucken. Mir läuft das Öl darunter. Ich muss mal kurz putzen. So, dann mache ich mal die andere Seite. Mach das Ganze so. Eine da. Aha. Und hier das Kitzel. Jo, das sollte eigentlich reichen. Oh! Das sieht ja auch nett aus. Das wird ja auch wieder richtig scheiße, das Teil abzuziehen. Da habe ich jetzt schon gar keinen Bock drauf. Naja, gut. Machen wir mal mit der Kupplung weiter. So. Ist kein Sicherungsblech drunter. Vielleicht richtig, vielleicht nicht. Was haben wir hier noch? 27 auch. Das ist keine 27. Das ist eine 26, glaube ich. Es ist eine 26. Da ist wirklich keine Sicherungsscheibe drunter. Das so stimmt, keine Ahnung. Da nehme ich den ganzen Kupplungskorb runter. Ich bin nämlich zu faul, die ganzen Scheiben alles rauszuholen. Ich mache das eh ja nochmal sauber. Deswegen wird der erstmal im Ganzen genommen. Das ist die Scheibe. Also die ganzen Kleinteile hier wieder rein. Und dann mache ich den Deckel drauf. Die Kupplung wird ja separat sauber gemacht. Federchen wieder hier rein. Das Ganze schraube ich jetzt wieder ein bisschen feste, damit ich nicht aufpassen muss, wo die ganzen Schrauben hingehen. So, das Ganze geht jetzt hier weiter. Hier ist quasi Kickstarter, Übertragung, Hauptwelle. Oben ist Ölpumpe, denke ich mal, und hier vorne ist Zündung. Kann ich die alle einzeln rausmachen? Ja. Da sind so kleine Scheiben drin manchmal, die kleben immer feste. Am besten immer direkt rausholen, sonst vergisst man das. Hier ist auch kein Sicherungsblech drauf. Das sieht nach einer 24 aus. Ja. Machen wir die mal losen. Gefallen. Kein Problem, das war nur die Passfeder hier. Hier unten ist das Blech für die Firing Order hier. Mit der Nut nach außen natürlich. Dann ist noch eine Unterlegscheibe hinten dran. Ja, nach unten besser. Zack. Kupplungs-Zahnrad-Ding hier hinten dran. Sind eine Scheibe hier, eine Scheibe da. Musik klebte nur hier hinten dran. Dann haben wir hier ein Rad, was mit einem Clip festgemacht ist, Sprengriemen. Da ist der Clip. Dann ist eine Unterlegscheibe oder so eine Laufpassscheibe. Zahnrad. Hinten dran ist nichts. Kann man auch wieder schön sehen, dass da irgendjemand mit dem Ding herumgefahren ist, als das hier so versifft war. Das ist alles dieser Schmodder, der auch schon im Rahmen zu sehen war. So gummiartig. So, und jetzt Kickstarter. Es kann sein, dass der von innen fest ist. Aber ich gucke mal gerade. Die Feder. Hey, komm, Feder entspannen. Das ganze Ding wird einfach rausholen. Fertig. Hier hinten ist noch eine kleine Minischeibe dran. Nicht vergessen. Okay. Bei der Ölpumpe ist auch noch ein Rad hier oben. Die geht sehr schwer, die Ölpumpe. Oh.
Sie pumpt sogar. Hier ist das Öl. Da kommt's raus. Ölpumpe mache ich jetzt hier dieses Rad ab, dann kann ich auch die Ölpumpe abschrauben. Da ist ein kleines Rad, dann ist hier auch eine Unterlegscheibe. Die sitzt hier drauf und hier hinten ist auch eine. Und jetzt sind hier an der Ölpumpe 5 Schrauben. Versuche ich auch mal rauszumachen. Die 3 hier, also die obere in der Mitte und die unteren 2 sind länger als die beiden anderen Schrauben. Ölpumpe. So, ich habe jetzt gerade noch festgestellt, die beiden außen, die hätte man gar nicht losmachen müssen. Das sind nämlich die Schrauben, die hier Ölpumpe ein bisschen zusammenhalten. Also man braucht nur die 3 langen lösen, oben und unten die beiden. Das habe ich gerade falsch gemacht. Ja, dann mache ich jetzt hier dieses Schaltgestänge kann ich rausziehen. Da ist so ein kleiner C-Clip hier drauf, den kann man mit dem Schraubendreher rausholen. Aufpassen, dass er nicht wegspringt. Dann kann das Ding rausgezogen werden. Aha, stimmt, das ist dieses Ding. So, hier hinten am Kickstarter sind 3 Schrauben, die sind jeweils mit einem Sicherungsblech festgemacht. Ist auch wieder ein bisschen seltsam, dass die Kupplung, der Kupplungskorb kein Sicherungsblech hat, aber hier 3 Stück sind. Ich mache gerne die Sicherungsbleche erst ein bisschen mit Schraubendreher lose, dann nehme ich die passende Nuss, setze die drauf und schlage die Sicherungsbleche dann nochmal perfekt runter. Dann sitzt die Nuss auch ideal drauf zum Losmachen. Ich habe jetzt echt nicht verstanden, warum dieses Teil mit 3 Sicherungsflaschen fest ist und die anderen Teile alle gar nicht, aber jo. Ach, guck mal, da ist abgebrochen. Da fehlt ein Teil. Muss ich mal schauen, wofür das ist, wo das hier abgebrochen ist. Vielleicht hat das was mit dem Kickstarter zu tun, dass die Leute, die machen da gerne mal, treten wie wild auf dem Ding rum und lassen den Kickstarter wieder hochschnacken. Vielleicht ist das da irgendwo der Anschlag und deswegen ist das kaputt. Ach, hier ist auch noch ein Teil. Das gehört noch zu dem abgebrochenen. Das gehört noch hier dazu. Dann kommen wir zu Schalthebel. Also hier am Schalthebel ist auch ein Ring, den man lösen muss. So sieht er aus. Und dann kann man den, denke ich mal, auch, wenn man diese, hier ist noch eine Sicherungsscheibe, ups, ich habe nicht richtig gefilmt. Wenn der Ring los ist, kann man hier den, diese Unterlegscheibe wahrscheinlich runternehmen und den Kickstarter dann durchdrücken. Das funktioniert auch schon so ein bisschen. Machen wir die Scheibe runter. Jo. Dann kommt hier die Welle raus. Die ist ja bei mir wahrscheinlich defekt, so wie ich das gesehen habe. Da hat jemand hier gut wieder gewerkelt. Da wird kein Schalthebel mehr halten. Man könnte jetzt primitiv absägen, neu anschweißen, aber ich werde den Schalthebel neu kaufen, was soll's, ne? Jetzt mache ich noch hier dieses Blech raus, wenn ich schon mal dabei bin. Ich weiß nicht, ob ich es machen muss, aber ich mach's. Jo, das war doch auch gut. Da unten ist noch eine für die Ölleitung. Ups, jetzt das oben rausziehen hier, die Feder. Ein Rechtsgewinde, ein ganz normales. So wie es im Anschnitt zu sehen ist. Ja, die ging schon mal sehr gut auf. Tja, das wird wieder spaßig. Dann schaue ich jetzt mal, wie ich das Polrad bekomme. Und zwar, Polrad der XT ist ein M27 1er Linksgewinde. Das heißt, wir müssen es ja auch links rum einschrauben. Soweit wie es geht. Dann schön festziehen. Und dann versuchen wir das Ganze jetzt abzumachen. Und es ging sogar. So fest war es gar nicht. Jetzt ziehen wir das ganze Ding da runter. Das klemmt natürlich mit dem Magnetöffner. Ist echt besser runtergegangen, als ich gedacht habe. Die Zündgrundplatte runterholen. Den Schrauben war, glaube ich, noch niemand dran. So wie die aussehen. Nein! Nein! Nein!
Scheiße, Mann. So eine Scheiße, ey. Jetzt muss ich die wieder ausbohren. Dafür nehme ich jetzt hier so einen Ausbohrer. Bohre ich erst ein Loch und dann drehe ich das raus und links rum. Und dann nehme ich hier so einen Ausbohrer. Vorher mache ich es noch heiß. Noch ein bisschen heiß machen, ein bisschen Öl machen. Da wünsche ich mir Glück. Jawoll. Sitzt jetzt auch ein bisschen fest, die Platte. Kann ich ein bisschen hin und her hebeln. Jetzt geht's auch. Schön. Ich glaube, da war auch noch niemand dran. Seit 1900, keine Ahnung, paar 80. Ich mache das Ritzel jetzt noch ab und dann könnte man theoretisch den Block auseinanderziehen. Gibt es ja auch extra eine Vorrichtung dafür. Ich glaube, die setzt man hier an und drückt es dann auseinander. Da lass mir noch was einfallen. Ich nehme noch als Ritzel. 32er. Das bedeutet jetzt eigentlich, dass ich komplett den Motor teilen kann. Sieht so aus. Es könnten jetzt alle Sachen... Da ist ein Clip, aber der stört, glaube ich, nicht. Wir machen den lieber mal raus. Dann löse ich mal alle Schrauben.